Hey, hey, heute sind der Jabo und ich erstmal dick unterwegs in der coolen Spielhalle. Hey. Die Kantine. Ich dachte, Droiden dürfen da nicht rein. Tja, jetzt schon. Ich habe alle Kunden an den neuen Laden gegenüber verloren. Kommt alle im Watto's Shirtladen. Jetzt 50% mehr Abschaum und Verkommenheit. Protokolldruiden, K3PO. Kennst du K3PO? Den holen wir uns jetzt. Nach Hoth, auf geht's! Und wir haben auch wieder eine Frage des Tages. Diesmal heißt diese: Wie heißt der Sohn von Hera Syndulla und Kanan Jarrus? Schreibt jetzt eure Antwort in die Kommentare und am Ende des Videos wird das Ganze aufgelöst. Bitte noch eine? Oh, hier waren wir ja noch gar nicht. Hier ist ein Schlüssel. Hä, hey, oh, das hast du doch schon mal gelöst, oder? War das bei Yavin? Bei Yavin. Okay. Alles klar in der Basis. Keine Imperium-Aktivität. Die Ansage war ja mal überflüssig. Hier ist guck mal, hier kann man das nochmal machen. Wie hast du das damals gelöst? Weiß ich nicht mehr. Ich war einfach schlau. Okay, das bewegt blau und grün. Was soll ich machen? Ich muss pushen. Sicherheitstüren, Westflügel, Kennwort erlangt. Alter. Ich hab's, glaube ich, oder? Alter. Ja. Boah, ich fahr mit hoch. Oh, ich glaube, das kommt da unten. Ich gehe lieber runter. Hey Leute, ich habe noch eine Ankündigung. Alter, was ist das denn? Ich gehe rein. Ja, alle meine. Alle Piloten müssen ihre Triebwerke abstellen, wenn sie ihre X-Flügler verlassen. Oh. Denn hier brennt neue Löcher in die Wände. So, was müssen wir jetzt machen? Mit dem hier reden? Ja, ne? Wunderbar. Ja. Hey, oder ein Schnauzer. Helfen? Seitdem der gute K3PO während des Angriffs total zerbeult wurde, muss der alte Dusel, den ihr hier vor euch seht, die Lautsprecherdurchsagen machen. Und wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, ist das nicht meine Stärke. Wir könnten den Droiden reparieren, wenn wir Teile in gutem Zustand hätten. Wir brauchen nur jemanden, der sie holt. Na klar. Wer macht es? Bin ich froh. Ich quatsche hier seit Stunden ohne Pause. Ich habe einen riesigen Brand. Die Teile, die wir brauchen, verschleißen okay. Und rosten sehr leicht. Das heißt, Schrottteile taugen nichts. Ihr müsst die nagelneu in den Läden in Coruscant kaufen. Verstanden? Wupp. Okay. Wupp. Alter, sauer der ist. Ja, ne, dann müssen wir wieder Kohle ausgeben. Ja, ne. Boah, wir müssen sogar in den Uskrupezirk. Auf nach Coruscant. Hier würde ich schon gerne wohnen. Das sieht richtig cool aus. Ich würde dann nicht fett fressen bei dem Diner da. Ja, bei Tex Diner den ganzen Tag essen, ey. Oh. Oh, Sandwiches. Oh, hier, da waren wir auch noch nie drin. Boah, hier, da waren wir auch noch nie drin. Alter, das ist so eine Arcade-Halle. Boah, wie cool. Guck mal, da kann man sich so dran stellen und schießen. Oh, hier ist so eine Tanzmatte. Boah. Boah, hier ist ein AT. Kannst du ein AT-AT steuern? Alter, das sieht cool aus. Guck mal, hier kann man so Ziel schießen. Sehr geil. Dem müssen wir gerade reden. Ja. Sicher, ich kann euch diese Teile verkaufen. Oder ihr gewinnt sie in meiner mega-lustigen Herausforderung. Wie ihr wollt, aber es kann nicht schaden, die Herausforderung anzunehmen. Okay, also werdet ihr es mit der Herausforderung versuchen? Falls ihr eure Meinung ändert, die Kaufoption gilt noch immer. Nö. Okay, dann hier kann man jetzt reißen. Da gibt's die Mutter für. Kann dir nämlich nicht helfen. Warum nicht? Bist du ja, weil ich kein Blaster. Blaster-Typ. Oh. Hier. Wie viele brauche ich denn? 10. Ja, das wird ja locker. Na, haben wir schon. Boah, der ist so krass. Da ist auch noch einer. Da läuft noch einer rum. Den knall ich ab. Ich treffe ihn nicht. Gut gemacht. Nehmt euch zur Belohnung ein paar super glänzende brandneue Droidenteile. Warum kann man das überhaupt gewinnen in seiner Arcade-Halle? Ich habe mich auch gerade gefragt. Haben wir das jetzt schon, ja, ne? Oh. Wie der Laden hier gerade besucht wird. Und was soll das hier eigentlich sein? Gut.
Nächste Frau. Oh, der hat sich hier hingesetzt. Hallo. Und raus hier. Das war schon cool. So ein Ewok als Steuermann sieht richtig cool aus. Oh ja. Ich hätte den gerne als Taxifahrer im echten Leben. Der muss wohl die schlechte Haltung haben. Weil er seinen Speer die ganze Zeit so hält. Weil das so schwer ist. Sieht ja immer nach rechts. Sieht echt immer nach rechts. Hilfe. Boah, guck mal hier, da kann man sich so ein Stormtrooper Smoking kaufen. Da ist bestimmt einer, der wie es. Ah, der da wirklich. Ich war gestern. Gewiss, wir führen hier nur die besten Droidenteile. Und wie werdet ihr heute bezahlen? Mit Bargeld. So, wo warst du gestern? Bei Burger King. Nee, bei Möchtet ihr sie als Geschenk verpackt haben? Oh, ihr sammelt sie durch bloßes Hineinlaufen ein. Wunderbar. Nee, ich war gestern bei so einer historischen Flugshow und Museum von der Luftwaffe. Da war so ein großes Event. Und da war auch die 501. Die von die Star Wars? Die große Cosplay-Gemeinschaft da. Ja. Und die sind da mit richtig vielen. Einer war Commander Fox und Todestrupplern und normalen Stormtrooper, Küstentrupplern, TIE-Fighter-Piloten, Kylo-Rennen und so. Aber gestern war es schon recht warm, oder? War das dann nicht voll anstrengend für die? Oh. Ja, ich glaube schon. Ich habe aber kein Foto gemacht, da waren eigentlich viele kleine Kinder, die nur Fotos mit denen gemacht haben und da wollte ich dann nicht als zwei Meter Typ mich daneben stellen und daraus ein Foto machen. Wäre voll cool. Oh, der weiß bestimmt noch mehr hier. Los, wir verprügeln ihn. Tut mir leid, euch das zu sagen, aber wir werden eine Weile keins dieser Teile auf Lager haben. Was? Unsere letzte Lieferung wurde beim Anflug nach Coruscant von Kopfgeldjägern abgefangen. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr sie da oben noch einholen. Beschafft ihr die Ware, hört sie euch. Ich habe eine Ladung schon für die Versicherung abgeschrieben. Wie es bei dir aussieht, oh, der zittert richtig. Ja, ne, dann müssen wir wohl in den Weltraum. Hey, warte mal, greifen wir die jetzt an? Ist das richtig so? Hä? Ich glaube, wir haben sie. Ja. Haben die das nicht gekauft oder was hat der gesagt? Nee, beim Anflug geklaut. Achso, okay, ich dachte schon. Einfach so von hinten abgeknallt. Da ich dachte schon, das wären jetzt irgendwelche Leute, die das gekauft haben. Jetzt knallen wir die einfach ab. Ja, wo ist der Ansagetyp? Die sehen alle gleich aus. Wo ist der mit dem Schnäuzer? Die sehen wirklich alle gleich aus. Ja. Oh, hier ist nur der einzig wahre mit dem Schnäuzer. Ihr habt die Teile dabei? Jetzt kann ich endlich diesen Droiden reparieren lassen und diesen Lautsprecher-Albtraum entkommen. Mal sehen. Mal sehen. Hier, werf ihn ab. Boah, wo will er hin? Ach, da liegt der baut den da zusammen? Das habe ich gar nicht gesehen. Boah, wie der wieder drauf rumkloppt, wie du beim letzten Mal auch schon gesagt hast. Der sieht aber nicht so gesund aus. Oh. Ich krieg den letzten Teil nicht ganz hin. Würdet ihr mir die Ehre erweisen? Da muss Maschinenbauer Yama ran. Boah. Alter. Okay. Das klingt nicht richtig. Okay, macht also, jetzt so die Ansagen. Echt toll. Er erinnert sich an jede Sprache der Galaxis, nur nicht an Basic. Und was soll ich jetzt machen? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Okay. Ich glaube, du bist hoffnungslos überfordert mit diesem Job, Kumpel. Und ich bleib drauf sitzen. Ihr könnt ihn gerne mitnehmen. Wer weiß, vielleicht fängt er sich ja irgendwann wieder. Ja. Ich finde den Silber sehen ja auch am besten aus. Er sagt gar nichts. Die Arbeit. Okay, eins machen wir noch. Schließe das Volamandas bester Freund in Yavin 4 der große Tempel ab. Das war eine der geilsten Missionen, die wir hatten, oder? Das waren diese komischen Affenmänner, oder? Die einmal geklont wurden zu den Klonkriegern. Mal gucken, vielleicht kehren die jetzt wieder. So, da ist er. Oh je, meine erste Aufgabe an meinem ersten Tag und schon versage ich. Es soll jemand eine Nachricht überbringen, aber kann den Empfänger nirgends finden. Reiß sie zusammen, die 83R3. Du schaffst das. Vielleicht muss dir nur jemand zeigen, wie das geht. Diese fremde Person da. Jo.
Ich übergebe euch hiermit das Datenprotokoll mit der Nachricht. Ich verpiepse mich dann. Okay. Das ist wohl Amandas bester Freund. Kriegt jetzt... Oh, du bist Krennic. Das ist die Person, für die die Nachricht bestimmt ist. Findet sie und übergebt ihr die Botschaft. Ich werde zuschauen und mir Notizen machen und nicht etwa ein Nickerchen. Oh, ich glaube, der pennt hier gleich. Oh, da brauchen wir den Bananenrebellen. Bist du Bananen-Joe? Tut mir leid, bei mir bist du falsch. Hat dir der Druide, für den du diese Nachricht überbringen sollst, sonst keinen Hinweis gegeben? Doch, der hat eine Banane in der Hand. Guck mal, da wird was angezeigt. Oh, hier. Und da, wo man mich hinleitet. Der weiß was. Ihr neu hier? Ihr seid spät dran. Du bist mächtig auf dem Holzweg. Diese Nachricht ist bestimmt nicht für mich. Na, dann gib mir doch mal einen Hinweis, wo derjenige ist. Da unten. Ist es Bananen-Joe? Ich glaube, ich weiß, für wen das ist. Sieh am besten in einer der Lichtungen rund um die Basis nach. Okay. Ich bin noch bei wem anderen. Der hat den Affen, ich hab ihn, die Banane. Ja. Sei doch still! Was willst du denn? Fauna-Fan. Ich versuche mich mit den Tieren anzufreunden. Wenn ich deine Nachricht lese, verschwindest du dann? Hör auf, die Wollamander zu füttern. Sie folgen der Spur der Obstschalen zurück in die Basis, plündern unsere Vorräte, springen auf unsere Betten und machen nur Unfug. Na sowas. Ich dachte, die mächtigen Wollamander könnten nützliche Verbündete für uns sein. Aber nicht, wenn sie sich so benehmen. Ich kündige ihnen die Freundschaft. Oh. Aber hier ist gar keiner. Wie, das war's jetzt? Ich glaub schon. Das war's. Ja. Ich hab einfach nur mit dem gequatscht. Ja, der freundet sich jetzt nicht mehr an mit denen. Und jetzt haben wir den hier. Der den Königshaus Nabu dient, zusammen mit seinem Astromech-Kollegen R2D2 in Karma Königin Alidala auf dem königlichen Sternschiff von Nabu. Ah, das ist einfach einer, der von denen abgeknallt wurde, oder was, in Episode 1? Die da alle rausgeschickt wurden und dann wurde der mit abgeknallt. Boah, spring mal auf mich drauf. Dreieck. Ja, yeah, wow, wie das Cape sogar fliegt. Jetzt geht's hier hoch. Wie der sich freut. Oh, wie fröhlich der ist. Yeah. Alles klar, liebe Leute, damit war es das wieder mal mit einer weiteren Folge von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, mit dem guten Jabba. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, bis dann. Und die Antwort auf die Frage des Tages war heute Jason Solo.